So, vielen Dank. Es freut mich besonders, dass mein Vortrag in bestimmter Weise auf Francescas fortsetzt, und das wusste ich nicht, also, weil im Titel steht nicht Ortlogik, und ich selber wusste nicht, dass ich Ort stark machen würde. Das hat sich erst im Schreiben so ergeben, sodass mein Titel vielleicht besser wäre, also Ortlogik und Zeitlichkeit des Fotografierens mit Nishida oder so etwas in dem Sinne. Gut, also ich beginne. In seiner Theorien der Fotografie zur Einführung schreibt Peter Geimer, Zitat, die verschiedenen Theorien der Fotografie stehen also vor der Herausforderung, dass sie von Fotografien ausgehen müssen, andererseits aber die Fotografie in den Blick nehmen wollen, Zitat Ende. Um mich der Fotografie theoretisch anzunähern, wähle ich jedoch einen alternativen Zugang. In Anlehnung an Husserls Idee, dass jedem Gedanken als Neuema ein Denkakt als Noesis entspricht, oder wiederum an diejenige von Nishida, dass jeder Urteil an Urteilsort impliziert, von wo aus das Urteilen im Aktu vollzogen wird, möchte ich sozusagen einen Schritt zurückgehen und auf die Aufnahmesituation bzw. den Akt des Fotografierens als Korrelat bzw. Ursprungsort der Fotografie aufmerksam machen. Denn Fotografien zeigen nicht nur einen Inhalt, ein mit Roland Barthes gesprochen, es ist so gewesen, sondern sie bekunden eine Entscheidung, welche der Fotografierende bei der Aufnahmesituation traf. Nämlich, Zitat, etwas so zu zeigen, wie es dann gesehen wird bzw. gesehen werden soll. Zitat Ende. Was an dieser Stelle Hans-Rainer Sepp mit Blick auf die Aufnahmesituation im Kontext des Films bemerkt, gilt meines Erachtens auch für die Fotografie. Natürlich mit allen Unterschieden der genauen Situation. Genau wie seine Bemerkung, dass die Fixierung auf das Endprodukt, sei es nun den Film oder die Fotografie, als eine theoretische Vorentscheidung zu betrachten ist. Die hier vorgeschlagene, also vielmehr können wir sagen genetische Herangehensweise enthüllt die Medialität der Fotografie in einem ganz besonderen Sinne. Die Vermittlung ist nicht zwischen einem Betrachter des Bildes und dem Inhalt des Bildes, wie es im Fall des Fotobildes wäre. Bevor sich das Medium als Mitte verselbstständigt und zu einem Foto wird, befindet sich das Mediale in einer Spannung zwischen Subjekt und Objekt bei der Aufnahmesituation. Dem im Foto sich zeigenden realen Objekt begegnet ein fotografierender Subjekt. Die Folge der Bemerkung Rudolf Arnheims aus seinem Text Nature of Photography bringt die so verstandene Medialität der Fotografie auf den Punkt. Ich zitiere: Thus, in order to make sense of photographs, one must look at them as encounters between physical reality and the creative mind of man, not simply as a reflection of that reality in the mind, but as a middle ground on which the two formative powers, man and world, meet as equal antagonists and partners, each contributing its particular resources. Zitat Ende. Für den heutigen Zweck ist es dann von Interesse zu überlegen, wie Nishidas Übergänge, das heißt seine Begriffe, welche oft in selbstwidersprüchlichen Paaren vorkommen und ineinander übergehen, auf die Medialität, welche die Aufnahmesituation impliziert, ein Licht werfen können. In welchem Verhältnis stehen Physical Reality und Creative Mind of Man und auf welche Weise treffen sie sich auf einem Middle Ground? Um auf diese Frage zu beantworten und die Medialität des Fotografierens mit Nishida zu bestimmen, möchte ich in diesem Vortrag eine Ortlogik skizzieren, die mit einer Zeitauffassung gleichsam begründet wird. In diesem Rahmen möchte ich zunächst drei Orte des Fotografierens vorstellen, um dann ihr Verhältnis zueinander zu bedenken. Zum Schluss komme ich noch zum Thema der Zeitlichkeit im Kontext des Fotografierens. Da die Rolle der Zeit meines Erachtens entscheidend ist für die Ontologie des fotografischen Bilds, ist mein heutiges Interesse, die Zeitlichkeit der Aufnahmesituation mit Nishidas Zeittheorie zu analysieren. Also jetzt zunächst zu den Orten des Fotografierens, mit Nishida gedacht. In seiner vergleichenden Studie über den künstlerischen Ausdruck und die Wahrnehmungstheorie bei Nishida und Merleau-Ponty plädiert Adam Longain für ein mehrperspektivisches, auf Englisch multi-perspectival, Modell des Sehens, das im Gegenteil zu einem einzelperspektivischen, uniperspectival Modell steht. Dieses setzt eine positivistische Ontologie voraus, von der sich laut Longain sowohl Merleau-Ponty als auch Nishida durch jenes zu distanzieren versuchten. Interessanterweise vergleicht Longain in seinem Text das einzelperspektivische Sehen mit dem Sehen der Kamera, was für mein Thema nicht ohne Interesse ist. Die Kamera sieht lediglich von einer Perspektive aus und das Einzige, was sie sieht, ist sozusagen das Positive, die Sinnesdaten, welche sich ihr in dem gegebenen Augenblick zeigen.
Alles andere, was sozusagen jenseits des Rahmens liegt, nennt Longane das Negative. Für ihn sind das Erinnerungen, Antizipationen, die Tiefe eines Gegenstandes oder auch die Dialektik zwischen dem Sehen und dem Gesehenwerden, welche alle auf ihre je spezifische Weisen unseres Sehen mitbestimmen. Also das ist dieses Multiperspektivische, Mehrperspektivische. Geht man von einem Kameramodell des menschlichen Sehens aus, zählt alles Unsichtbare, sei es eine Erinnerung oder die Antizipation eines Sehobjekts, nicht als für die Wahrnehmung Konstituierendes, sondern als das schlechthin andere der Wahrnehmung. Die Länge des heutigen Vortrags erlaubt mir nicht detaillierter auf diese Argumentation von Longane einzugehen, aber das bisher Vorgelegte reicht meines Erachtens aus, um auf eine besondere Situation der Wahrnehmung bei der Aufnahme im Falle der Fotografie zu verweisen, weil darum geht es mir, Aufnahmesituation der Fotografie. Und zwar sieht ein Fotografierender leiblich und dieses leibliche, mit Longane gesagt, mehr perspektivische Sehen ist gerade diejenige Instanz, welche den Fotografierenden zur Entscheidung führt, etwas zu fotografieren und auch es auf eine bestimmte Weise zu tun. Aber das Fotografieren selbst geschieht ja mit Hilfe eines Fotoapparats. Dies enthüllt eine Besonderheit des Sehens, welche beim Fotografieren am Werk ist. Das fotografische Sehen besteht aus einer Verschränkung zwischen dem leiblichen und dem technischen Sehen. Fotografie ist weder nur rein technisch noch ohne die Technik denkbar, erklärbar. Wenn es so ist, müsste im Rahmen unseres Themas gezeigt werden, wie diese zwei Modi des Sehens, welche beide beim Fotografieren eine Rolle spielen, miteinander verbunden sind. Wie ist das fotografische Sehen zu bestimmen? Mein Vorschlag im Kontext von Nishidas mittlerer und späterer Philosophie ist, auf eine Ortlogik, Bashoteki Ronri, zurückzugreifen. Ich möchte von der Idee ausgehen, dass ähnlich wie drei konzentrische Zirkel, drei entsprechende Orte bzw. Basho vorhanden sind, welche beim Fotografieren eine jeweilige Rolle spielen und ihren jeweiligen Beitrag leisten. Diese Orte sind der Ort der Kamera, der Ort des Fotografierenden und der Ort der Situation, in der sich der Fotografierende befindet. Zunächst zu dem Verhältnis zwischen den ersten zwei, also zwischen Kamera und Leib. Was auf einem Foto zu sehen ist, ist, was die Kamera bei der Aufnahme so gesehen hat. Wir sehen auf einem oberflächlichen, zweidimensionalen, eingerahmten Bild, was die Kamera einmal aufgenommen hat. Wir sehen eine von einer bestimmten Position bzw. Ort im Raum eingenommene Perspektive dieses Apparats. Diesem positiven Sehen der Kamera bei der Aufnahme ging jedoch im Rahmen der von mir mit Nishida vorgeschlagenen Ortlogik das leibliche Sehen des Fotografierenden vor, welches wiederum in eine Situation eingebettet war. Eine Fotografie stellt dann sozusagen nur das letzte Glied einer Kette von Ereignissen, Entscheidungen und Bewegungen, welche alle zu ihr geführt haben. Sie ist der letzte Moment des Sehens in einem optischen Netzwerk, der aus der Kamera, dem Fotografierenden und seiner oder ihrer Umgebung besteht. Die Kamera alleine schafft keine Bilder. Neben der Kamera ist auch ein Fotografierender mit seinem oder ihrem leiblichen Sehen unentbehrlich. Das leibliche Sehen des Fotografierenden leitet die Positionierung der Kamera. Für das Foto ist das leibliche Dasein des Fotografierenden mit seinem oder ihrem leiblichen, komplexen Sehen an dem Ort, wo das Foto entsteht, eine Vorbedingung. Um noch einmal Rudolf Arnheim zu zitieren, Zitat, "The photographer must be present there where the action is." Zitat Ende. Mit Nishida können wir dann behaupten, der leibliche Ort des Fotografierenden subsumiert den Ort der Kamera, welche er oder sie operiert. Der Ort der Kamera ist Teil des Ortes des Fotografierenden. Sie sind zusammen. Ihr Positives ist das Positive und das Negative. Ihr Positives ist an das Positive und das Negative des leiblichen Sehens des Fotografierenden gebunden. Daher kommt ihr Sehen, das, was wir im Nachhinein auf einem Foto mitbezeugen können, aus dem Ort des Fotografierenden hervor. Aber auch das Umgekehrte gilt. Ein Fotografierender hat keine andere Wahl, als mit dem Sehen der Kamera bewusst zu arbeiten. Wozu zum Beispiel auch die Möglichkeit gehört, eine Aufnahme im Sucher zu präfigurieren. Im Rahmen von dem, was bisher gesagt wurde, ist es meines Erachtens wichtig zu betonen, dass auch wenn das leibliche Sehen des Fotografierenden mit Longane zu Recht als mehrperspektivisch und höchst komplex zu verstehen ist, der Fotografierende in letzter Instanz auf die Einzelperspektive der Kamera gebunden bleibt.
Die Lage des Fotografierenden ist mit Nishida gesprochen eine selbst widersprüchliche. Einerseits muss er oder sie so involviert in die Situation sein, da daraus allererst etwas als fotografisch interessant bemerkt werden kann. Andererseits muss man aber von dieser selben Situation eine Distanz üben. Oder wie Anheim sagt, the photographer must practice an attitude of detachment. Da man mit dem Sehen der Kamera rechnen muss, beziehungsweise man muss sich an die Kamera und ihr Sehen orientieren. Der Fotografierende muss leiblich zu einem Halt kommen, die Kamera auf eine bestimmte Weise positionieren und durch sie als Mittel das Foto, also das Endprodukt der Aufnahmesituation, machen. Der Fotografierende übt eine Distanz zu dem, in was er oder sie involviert ist, und dies besagt, jetzt vielleicht eine komplizierte Formulierung, aber ist es nicht so kompliziert, ausgehend vom Negativen des leiblichen Sehens, das Abstandnehmen davon und über das Positive des leiblichen Sehens hin zum positiven, positiven Sehen der Kamera hinüberzugehen. Also es ist eigentlich, es bedeutet, dass in einer Aufnahmesituation alles Mögliche zu meiner Wahrnehmung gehören kann, aber ich das nicht fotografieren kann, keine Erinnerung. Ja? Deswegen muss ich mich davon distanzieren, und zwar durch mein positives Sehen, das sich auf das Sehen der Kamera orientiert, und am Ende sehen wir eigentlich nur das Positive der Kamera als letztes Resultat. Oder dann ist die Frage, ob etwas von dem Negativen trotzdem da ist. Das ist jetzt offen zur Diskussion. Okay, ich mache jetzt einen Schnitt und möchte jetzt das Verhältnis zwischen Ort 2 und 3 behandeln. Das ist zwischen dem Ort der Fotografierenden, des Fotografierenden und der Situation, dass ich mit Nishidas handelnde Anschauung erklären möchte. Betrachten wir nun also das Verhältnis zwischen dieser zwei Orte. Als ob sich auf Nishida Philosophie beziehend, schreibt Rudolf Arnheim in dem bereits zitierten Text auch das Folgende. The way in which photographs are taken reminds us that there is not only a form of observation, but also of action. Zitat Ende. Nishidas Begriff der handelnden Anschauung, Koiteki Chokkan, welcher das Zusammengehören vom Sehen und Handeln impliziert, scheint für mich ein Schlüsselbegriff für die Beschreibung des besagten Verhältnisses zwischen Ort 2 und 3 zu sein. Der Fotografierende beim Fotografieren muss einerseits passiv sein, als er oder sie etwas erst zu bemerken bzw. zu sehen hat. Der Fotografierende ist aber zugleich aktiv, als er oder sie auf das Bemerkte bzw. Gesehene reagieren soll, um es aufzunehmen, ein Foto zu machen. Die fotografische Tätigkeit bringt das Sehen und das Handeln in eins zusammen. Zitat, Gestalten ist Sehen, wir wirken aus dem Sehen heraus, schreibt Nishida. Mit Nishida könnte das Fotografieren dann als eine aus einer Anschauung entspringende Handlung, als Aktion auf das Gesehene verstanden werden. Im Rahmen von Nishidas spätem Denken wäre das, was der Fotografierende sieht, die geschichtliche Welt. Diese Welt ist nicht ein fertiges, in sich abgeschlossenes Etwas, sondern sie ist, wie Nishida sagt, schöpferisch, was besagt, Zitat, dass kontinuierlich geschichtliche Veränderungen stattfinden, Zitat Ende. Dass die Welt sich ständig verändert, bedeutet, dass sie sich selbst negiert. Zitat, die Welt ist also anfertigungsartig, so Nishida, das Festgelegte ist wiederum das Nicht-Festgelegte, es bewegt sich kontinuierlich, indem es sich verneint. Insofern das Fotografieren als eine Setzung zu verstehen ist, als eine Aufnahme eines bestimmten Gesehenen, bestünde die Aufgabe des Fotografierenden, ein Phänomen dieser Welt rechtzeitig zu bemerken, Anschauung, und es festzuhalten, Handlung, bevor er sich selbst entzieht bzw. verneint. Das Festlegen im fotografischen Kontext bedeutet, dass das Gesehene auf eine bestimmte Weise aufgenommen und daher geschaffen wird. Das fotografische Schaffen ist nicht außerhalb der Welt, sondern ist ein Teil seiner Selbstbestimmung. Ich behaupte also, schreibt Nishida, dass die Welt der Wirklichkeit die absolut widersprüchliche Selbstidentität ist. Eine solche Welt ist die Welt, die sich vom Geschaffenen zum Schaffenden bewegt. Zitat Ende. Für Nishida gehört der Mensch mit all seinem Tun zur Welt als ein ihr schöpferisches Element. Ein Fotografierender geht also von einem bereits Geschaffenen. Er oder sie schafft aber ausgehend davon etwas Neues, nämlich in unserem Kontext eine Fotografie. Mit anderen Worten, das Material für die Fotografie ist immer die geschichtliche Wirklichkeit, welche dann auf eine kreative Weise durch den Fotografierenden in Form einer Fotografie festgehalten wird.
Fotografieren als handelnde Anschauung ist eine poetische Seisakuteki-Praxis, welche auf der Grundlage der geschichtlichen Welt stattfindet. Die Dynamik des Fotografierens entspringt eben dieser Widersprüchlichkeit aus dem Übergang vom Geschaffenen zum Schaffenden. Sie ist tatsächlich, wie Arnheim oben bemerkt, ein Middle Ground, on which the two formative powers, man and world, meet as equal antagonists and partners, each contributing its particular sources. Die Medialität des Fotografierens hat also ihre schöpferische Seite, welche aber, wie bereits gezeigt wurde, wiederum von einer schon geschaffenen Wirklichkeit abhängt. Es gibt mit anderen Worten ein Diesseits des fotografischen Objektivs, wo sich das Auge des Fotografierenden befindet, the creative eye of man, die schöpferische Seite. Das Objektiv selbst und die Kamera im Allgemeinen macht wiederum das Fotografieren technisch möglich. Verschiebt man aber die Perspektive nun auf das, was sich jenseits des Objektivs befindet, lässt sich die handelnde Anschauung auch als Aktion des Gesehenen denken. Nishidas Philosophie verabschiedet sich deutlich von einem autonomen Subjekt, welches von einem Zentrum her auf die objektive Wirklichkeit ausgreift. An mehr als einer Stelle macht Nishida deutlich, dass das menschliche Subjekt von den Dingen, von seiner Umgebung, kurz von der Welt, mitbestimmt ist. Das Selbst befindet sich immer in einem Ort, oder wie John Crummell in seinem Kommentar zu Nishida schreibt, we always find ourselves in this concrete situation of a dynamic interactivity. Dies besagt, dass meine Aktion als Fotografierender von anderen Aktionen in der Situation, in der ich mich befinde, abhängt. Mit anderen Worten, es ist die Aktion dessen, was ich sehe, welches meine Aktion als Fotografierender auslöst. Und wir können hier auch spielen mit dem Auslösen, weil am Ende muss ich eben auslösen, ja, das Foto machen. Nishida sagt, Zitat, wir wirken nicht von außerhalb der Welt, sondern sind, wenn wir wirken, bereits inmitten der Welt. Das Wirkende ist ein Gewirktes. Zitat Ende. Die handelnde Anschauung auf die Aufnahmesituation appliziert, bedeutet demnach eine sozusagen subjektive Aktion auf das Gesehene, welche wiederum einer sozusagen objektiven Aktion entspringt. Zitat, die handelnde Anschauung bedeutet, dass wir die Dinge selbst widersprüchlich formen und dass wir umgekehrt von den Dingen geformt werden. Zitat Ende. In der Abwesenheit einer eindeutigen Instanz, welche eine Fotografie hervorbringt, schlage ich vor, dass das Fotografieren viel mehr als Bestimmung ohne Bestimmendes gedacht wird. So, jetzt noch ein Schnitt und jetzt kommt die Zeitlichkeit. Also wenn nicht alles ganz genau hängt, das bedeutet, dass ich so mit Teilen operiere. Und das werde ich im Laufe der Zeit alles systematisieren, hoffentlich. Jetzt zur Zeitlichkeit des Fotografierens. Bisher habe ich die Medialität des Fotografierens anhand von einer durch Nishida inspirierten Ortlogik beschrieben, wo die Phänomenalität der geschichtlichen Welt, der fotografierende Subjekt sowie die von ihm oder ihr operierte Kamera im Rahmen einer orthaften Selbstbestimmung alle einen Beitrag zur Ermöglichung des fotografischen Bildes als Endprodukt der fotografischen Aufnahme leisten. Insofern Fotografie, so könnte man es ausdrücken, letztlich ein diskontinuierlicher Ausschnitt der Zeit darstellt, ja noch mehr, ein Ausschnitt, welcher in einem Augenblick entsteht, möchte ich zum Schluss die Zeitlichkeit der fotografischen Aufnahmesituation mit Nishidas Zeittheorie analysieren, wo bekanntlich gerade die Gegenwart einen Vorrang hat. Die Gegenwart ist für Nishida, Zitat, der Raum der Zeit. Zitat Ende. Durch das gegenseitige Negieren der Vergangenheit und der Zukunft entfaltet sich die Zeit in der Selbstbestimmung des ewigen Jetzt, eien no ima. Das Jetzt, die Gegenwart, ist der Ort, wo sich alles Zeitliche abspielt. Im Jetzt erscheinen die Dinge und in diesem selben Jetzt verlöschen sie. An diesem zeitlichen Ort befindet sich ein Fotografierender, denn wo sonst sollte er oder sie stehen? Die Gegenwart ist der Ort des fotografischen Schaffens. Und das ist eben der Unterschied zu meinem Approach, also nicht das Bild, es ist so gewesen, sondern das Schaffen. Und das Schaffen ist jetzt. Und was wird geschaffen? Ein Anblick auf etwas, eine Spiegelung der Welt wird gespeichert. Fotografieren resultiert in einer Aufschreibung des Lichtes, einer Fotografie. Es ist weniger bekannt und diskutiert, dass Roland Barthes, der wahrscheinlich meistzitierte Autor der Fototheorie, bis heute bleibt, in einem kurzen Text, der übrigens heißt Wirklichkeits- oder vielmehr Realitätseffekt aus dem 79, Fotografie mit Haiku verglichen hat.
Für Barth zeigen sowohl Haiku als auch die Fotografie eine, Zitat, Individuation des Augenblicks oder, wieder Zitat, eine Aktion im Präsens oder eine sehr starke Präsenz, die das Es ist so gewesen wirksam garantiert. So schreibt Barth. Mit Nishida kann meines Erachtens hier von der diskontinuierlichen Kontinuität, Hirensoku no Rensoku, gesprochen werden. Nishida sagt, Zitat, Zeit verlischt von Augenblick zu Augenblick und wird von Augenblick zu Augenblick geboren. Zeit ist denkbar als diskontinuierliche Kontinuität. Zitat Ende. Was sich aktuell zeigt, wird im nächsten Augenblick verlöschen. Aber wenn ich es fotografiere, bewahre ich im Rahmen eines Fotos sein Es ist so gewesen. Die Kontinuität der Zeit wird an einem bestimmten Ort fotografisch unterbrochen und der augenblickliche Anblick auf etwas, im Unterschied zu Haiku, wird notgedrungen mit allen Details aufgenommen. Die Fotografie, solange sie besteht, ermöglicht das Fortbestehen eben genau dieses Anblicks, die Kontinuität dessen Betrachtung. Crummell beschreibt die Gegenwart bei Nishida als a point of decision that cuts off the past and creates the future. Daher, in unserem Kontext können wir behaupten, dass die fotografische Aufnahme einen entscheidenden Augenblick darstellt. Stichwort Bresson, der entscheidende Augenblick. In einer einzigen Aufnahme habe ich einen Ausschnitt der, Zitat, unendlichen Vergangenheit, welche auf einem Foto gespeichert wird, welche sich schon in eine, Zitat, unendliche Zukunft ausstreckt, wo das Foto gesehen werden wird. Die Medialität des Fotografierens realisiert sich also nicht nur in einem orthaften Sinne, als ein Übergang vom Handeln zum Sehen, vom Sehen zum Handeln oder vom Geschaffenen zum Schaffenden in der kontinuierlichen Bewegung der geschichtlichen Welt. Als diskontinuierliche Kontinuität wird sie auch zeitlich realisiert, indem sie zwischen Vergangenheit und Zukunft vermittelt. Der Ort dieser Vermittlung ist die Gegenwart, wo das Entstehen und das Vergehen der Zeit im Falle der Fotografie wie auch im Falle des Haiku nicht einfach als solche belassen und doch gerade als solche erfasst werden, sodass auf einem Foto, in einem Gedicht, mit Barth gesprochen, alles sofort gegeben ist. Vielen Dank. Du hast ja jetzt die Fotografie mal als Ganzes mit einer Theorie beschrieben, die man unter gewissen Bedingungen als eine japanischstämmige Theorie benennen könnte. Erste Frage wäre, ist dein Anspruch aber, dass das dann für jede Fotografie, also egal wer da fotografiert, gilt? Und die zweite eigentlich dahinterstehende Frage ist, wo käme dann oder käme dann überhaupt eine kulturelle Prägung in das Fotografieren hinein? Denn wenn du sagst, Barth vergleicht Fotografieren mit Haiku-Dichtung, ich meine, es gibt viele Leute, die auch sagen, Haiku-Dichtung ist auch irgendwie universell, aber nichtsdestoweniger ist es auch ein repräsentatives Kulturprodukt der japanischen Kultur. Und es gibt auch andere Leute, die Fotografie mit Haiku verglichen haben schon. Ist ja irgendwo spannend, scheint ja so, als wäre diese Technik des Fotografierens besonders japanisch, was, glaube ich, kaum einer unterscheiden würde. Aber wo kommt da die kulturelle Spezifik rein, wenn jemand fotografiert? Ja, also vielleicht zunächst zu der ersten Frage. Ja, also ich denke, dass es mir eher um die Fotografie geht, die augenblicklich entsteht. Und dass es bezieht sich weniger auf inszenierte Fotografie, weil es eben diese andere Seite, die ich mit Nishida beschreibe, von der Situation, dass sich etwas zeigt, dass meine Handlung von dieser Anschauung, dass ich von etwas habe, abhängt. Also das ist für mich eigentlich viel interessanter für Fotografie als bei der inszenierten Fotografie, wo ich sage, stehe bitte da und dann, also ich dirigiere sozusagen, was passiert. Für mich ist das weniger interessant mit Fotografie, weil ich denke, da ist besser Science Fiction, wo ich eine Welt schaffe. Aber bei der Fotografie ist eben interessant, dass ich angewiesen bin an das, was sich zeigt.
nehmen an, das schon bestehende Welt. Und das ist eine besondere, sozusagen, schöpferische Tätigkeit, dass sich eben auch von anderen schöpferischen Tätigkeiten unterscheidet. Und ich meine nicht jetzt mit Nishida besonders zu betonen, dass das Fotografieren irgendwie japanisch ist. Nein, ich mache in meiner Dissertation auch eine Anwendung von Heidegger, das ist der Teil von Nishida. Aber das Japanische sozusagen ist diese Hervorhebung des Augenblicklichen, dieses Entstehen und Vergehen im Kleinen, das es so in Europa traditionell vielleicht auch gibt, aber nicht als eine große Tendenz, während es in Japan eine sehr starke Tendenz ist. Aber das ist das Einzige, also mein Plädoyer ist überhaupt nicht zu sagen, dass kulturell Fotografieren ist japanisch. Aber die erste Frage ist, muss ich sagen, ist etwas problematisch, weil ich methodologisch von meiner Leidenschaft für Fotografie ausgehe. Also ich fotografiere und ich finde es spannend und ich muss auch sagen, dass ich Bestätigung finde bei vielen Fotografen, die Interviews geben, zum Beispiel Josef Kudelka oder André Kertész, also wirklich gute Fotografen. Das interessiert mich, nicht, dass ich mich mit ihnen vergleiche, sondern mich interessiert diese gute Fotografie. Aber vielleicht könnte das, was ich sage, auch in einem minimalen Sinne auch für andere, ein Selfie zu machen, ja, gelten, aber sicherlich weniger, weil da geht es einfach um das Erfassen von einem Gegenstand und alles, was wovon Longhain spricht, dieses kreatives Sehen von mehreren Seiten und so, das brauche ich nicht. Es ist ein positives Sehen, ich sehe dich, mache ein Foto, fertig. Aber es ist immer noch ein Ausschnitt, ja, diskontinuierlicher, also, aber es ist schwer, also vielen Dank, das muss ich mir überlegen, auch methodologisch, wie ich das definiere, welche Fotografie mich interessiert. Ja, vielen Dank. Mir kam gerade noch, dass es ja eigentlich um das Fotografieren, also mit einem Terminus, den wir hier in Hildesheim sehr viel verwenden, um die ästhetische Praxis des Fotografierens und nicht um das Foto primär. Weil das Foto ja nochmal eine bestimmte Materialität, das ist ein noch weiterer Ort, mit sich bringt. Entweder schwarz-weiß oder Farbe oder mit Filtern und so weiter. Und das fand ich sehr interessant, die Ineinanderlagerung der verschiedenen Orte. Und es ist ja wie eine Doppelung der Wahrnehmungssituation, ja, die du beschrieben hast. Ja. Also meine Wahrnehmung, die noch offen und auch über die Kamera hinaus, und dann die Zuspitzung der Wahrnehmung auf die Kamera selbst. Und das in Kombination, sozusagen in Übereinanderlagerung, und dann sozusagen die Praxis, diese beiden Orte der Wahrnehmung, das sind auch zwei Orte der Wahrnehmung eigentlich. Also einmal die Kamera selbst, als dann noch ein technischer Aspekt, das finde ich auch interessant, nicht nur ein körperlicher, sondern ein technischer Aspekt. Und es könnte interessant sein, habe ich aber auch nicht präsent genug, Nishida hat in der Spätphilosophie über das Werkzeug viel geschrieben, über Technik. Weil das Werkzeug, und da hat er ein Theoretiker Noiré aus dem 19. Jahrhundert herangezogen, hat selber sozusagen kreative Aspekte. Ne? Weil die Kamera selber ist ja auch ein Ort der Kreativität, Absolut. Der Einstellung und so weiter und so. Das sind das doppelt mehrfach Orte von Kreativität, die man tatsächlich ganz gut damit beschreiben kann. Aber vielleicht nochmal die Frage jetzt an den Kommentar anschließend. Würdest du sagen, dass du vor allen Dingen auf die Tätigkeit, und darum auch Kuiteki Jokkan, als darauf abzielst, sozusagen, das untersuchen willst, als Zentrum? Und möglicherweise wäre es dann auch eigentlich, und Nishida würde das wahrscheinlich so weit gehen, selbst das Selfie, selbst die inszenierte Fotografie hat immer Zufallsmomente, ist immer mehr als nur die Inszenierung. In dem Sinne auch eine ästhetische Praxis, aber es gibt sozusagen eine ästhetische Praxis, wo stärker, wie John Dewey das denkt, also Intensivierungsmomente ästhetischer Praxis, wo stärkerer Überschuss entsteht, wo ein stärkeres sozusagen kreatives Moment entsteht oder wo man eben versucht sozusagen eher zu festigen, aber immer auch trotzdem noch ein Spielraum bleibt. Ja, zunächst vielen Dank, weil für mich ist diese Idee von der Ortlogik und Fotografieren sehr neu.
eine Woche oder zwei Wochen. Und deswegen war es für mich das erste sozusagen Ziel zu sehen, ob die Idee plausibel ist. Aber wie ich jetzt auch sehe, und mir war es auch klar, muss ich eben diese Ortlogik noch viel ins Details überlegen. Und dabei spielen eben diese Orte der Wahrnehmung, einerseits technisch, andererseits Leiblichkeit, eine wichtige Rolle. Also vielen Dank für das Kommentar. Und die Frage, ja, also das ist eigentlich in gewissem Sinne auch Antwort auf deine Frage. Also es gibt, das habe ich auf letztes Jahr ein Argument entwickelt im Rahmen der Fototheorie, wo es Debatte um den fotografischen Realismus gibt. Und da gibt es Leute, die sagen, Fotografie ist ein realistisches Medium, sie ist die Emanation des Referenten, wie Roland Barthes sagt. Und dann kommen die anderen und sagen, nein, das hat nichts, das ist alles, ich entscheide, was ich zeige, was ich nicht zeige, ich will etwas mit und so weiter. Und das habe ich dann mit sozusagen Realismus und Antirealismus gegenübergestellt und habe dann versucht, irgendwie Medien, auch phänomenologisch, aber auch medienphilosophisch sozusagen ein Claim zu entwickeln, wo ich davon ausgehe, dass Fotografie ein Medium ist, und zwar vermittelt eben bei der Tätigkeit zwischen dieser objektiven Seite und subjektiver Seite. Und dass man eben, dass diese Medialität zugleich eine gewisse, wie kann man das sagen, Flexibilität impliziert, sodass immer mehr die Objektseite, aber auch die Subjektseite betont werden kann. Sodass es auch ganz einfache Fotografien gibt, wo es um den Gegenstand geht, oder bloß Dokumentarfotografie. Das ist egal, wer das fotografiert. Es ist mehr oder weniger neutral. Aber dann, wenn wir an, sagen wir, surrealistische Fotografie denken, da ist sehr wichtig, wie man das konzipiert und dann vielleicht sogar im Nachhinein manipuliert und so weiter. Also diese Rolle der Subjektivität ist stärker. Aber ich bin ganz Ihrer Meinung, irgendwie sind beide Seiten vorhanden, weil die Medialität das garantiert, weil das Foto eben wie es entsteht, durch jemanden, aber von etwas, es garantiert das. Aber man kann den Fokus immer verschieben. Also das vielleicht. Von? Fiedler. Aha. Was ist der Unterschied zwischen Malerei und das Male und ja. Fotografieren? Ja, ja. Und abgesehen davon, ich wollte eine Frage stellen. Deine, ist man nicht indianische Auslegung, wo liegt der Unterschied zwischen Fotografie und der Filme? Ja, ja. Also diese Ontologie, Spezifizität der Fotografie ist ein großes Thema in der Fototheorie. Ja, ich würde sagen, du fragst jetzt nicht Malerei, Fotografie, sondern Fotografie und Filmen, ja. Video. Tja, also ganz einfach geantwortet ist die Zeitlichkeit anders, ja, weil ich eben einen Ausschnitt aufnehmen möchte. Das ist alles, was ich habe sozusagen. Genauso wie nur ich zwei Dimensionen habe zur Verfügung, aber das ist genauso im Film der Fall, bis auf die 3D-Filme. Das ist so eine Einschränkung, aber die eben das Medium produktiv macht. Also das heißt, Medium-Film und Medienfotografie sind auch sehr verbunden, in vielen Hinsichten sehr ähnlich, aber es gibt eben diesen Unterschied der Zeitlichkeit und das eben garantiert sozusagen, dass das sozusagen schafft die Freiheit, was ich mit einer Fotografie kann, in einem Augenblick es zu zeigen. Während der Film eine Narration hat, vielleicht Schauspieler und so. Ich habe mich selbst nicht sehr, sehr viel mit Filmphilosophie und Filmtheorie beschäftigt, aber ich finde das weniger problematisch im Lichte davon, wie viele Forschung es gibt zu diesem Thema und nicht zur Fotografie. Und deswegen möchte ich eben auf die Fotografie, auf die Aufnahmesituation, also eine Praxis konzentrieren, wobei auch eine Schwierigkeit für mich ist, was ist das Verhältnis zwischen der Praxis und dem Ergebnis? Weil ich kann eine Epoche üben, ich kann sagen, da gibt es schon genug Literatur,
Es gibt nicht über die Praxis und da komme ich ins Spiel. Das ist eine Möglichkeit, aber irgendwie bin ich ein bisschen gereizt, eine Stellung zu nehmen, weil ich ansonsten wenig Einstiegsliteratur habe. Es gibt sehr wenige Literatur über den Akt. Es gibt Philippe Dubois, Akt des Fotografierens, es gibt Flusser und Lambert Wiesing kommentiert das, aber es ist irgendwie sehr wenig und ich möchte sehr viel mit dem erreichen. Vielleicht ist das ein Fehler, um auch die Fotografie mit einzubeziehen, aber... Wenn ich die Frage fragen kann, was macht ihr nicht, wenn ich dich höre, wenn ich dachte, dass ich warte auf das Ende von deinem Gespräch über die Beziehung zwischen Fotografieren und Zeitlichkeit bei Nishida? Du hast auch über Noima, wie ich sie jetzt gesprochen habe. Ist das Ewige jetzt beim Fotografieren und beim Verfilmen dasselbe oder nicht? Ja, also ewiges Jetzt ist ewiges Jetzt, ja. Also es ist sozusagen der Ort, zeitliche Ort, wo dieses Schaffen, jegliches Schaffen stattfindet. Aber der Übergang, vielleicht kann man das so beschreiben, der Übergang... ist dasselbe. Ja, du sagst, ewiges Jetzt ist auf jeden Fall ewiges Jetzt. Ja, aber was sich in diesem ewigen Jetzt realisiert, ist unterschiedlich. Also auch ein Film muss im Jetzt, es gibt diese zeitliche Struktur und man muss damit rechnen, aber man schafft etwas anderes als im Falle der Fotografie. Also ich denke, dass der Übergang von Vergangenheit zu Zukunft im ewigen Jetzt es ein bisschen anders ist, weil es wirklich ein Schnitt ist. Und ich fotografiere etwas vergangen, ja, was es schon gibt, also gewesen ist, und ich nehme es fest. Und mit dieser Aufnahme habe ich eben diesen Anblick für jegliches zukünftige Referieren auf dieses Anblick möglich gemacht. Weil ein Foto, wenn es entsteht, dann kann es in der Zukunft, solange es besteht, es nicht zerstört wird, kann man das sehen. Gerade das, was ich im Jetzt so gespeichert habe. Und das ist eben unterschiedlich zu Film im Sinne, dass es keine Kontinuität gibt. Es ist wirklich radikaler eine Diskontinuität. Vielleicht so. Ja, also erstmal vielen Dank für den interessanten Vortrag. Meine Frage schließt eigentlich direkt daran an, womit du gerade aufgehört hast, nämlich mit der Diskontinuität. Ich wollte einfach nochmal ein bisschen konkreter fragen, inwiefern ist jetzt für deine Beschreibung des Fotografierens von Bedeutung, dass die Zeit, wie bei Nishida, als diskontinuierliche Kontinuität betrachtet wird und eben nicht als Kontinuität? Weil innerhalb einer Kontinuität haben wir auch die Vergangenheit, die wir festhalten können in der Fotografie. Warum ist es so bedeutend, dass es jetzt die Auffassung von Nishidas Zeitlichkeit ist? Vielleicht? Ja, eine sehr gute Frage. Also natürlich... Der erste, was ich gleich antworten könnte, ist eben, dass es mir um eine Praxis geht, die eine zeitliche Ausdehnung hat. Das Resultat dessen aber immer Festhaben von etwas ist. Und deswegen finde ich es plausibel, dass natürlich, das ist eine Möglichkeit. Ich sage nie, so ist Fotografieren, Punkt. Sondern ich versuche mit Nishida das Fotografieren zu beschreiben. Und das wäre vielleicht die Antwort, die mir am nächsten lag, ist, dass es eine Tätigkeit ist, eine Kontinuität, weil ich praktiziere auch Fotografie und habe auch Erfahrung. Aber wie habe ich die Erfahrung gemacht? Durch die konkreten Aufnahmen, die dann jemand hat gesagt, das ist gut und das ist nicht gut und so weiter. Also das ist wirklich für mich eine diskontinuierliche Kontinuität. Nun, man könnte das auch vielleicht mit einer anderen Zeittheorie anders beschreiben. Also das würde ich nicht bestreiten, aber ja, schwierige Frage. Ja, inwiefern gewinnt der Moment eine besondere Bedeutung? Ja, auf jeden Fall. Das habe ich eben auch gesagt, ja, dass dieses Augenblickliche eine Rolle spielt. Deswegen muss man eben Zeitlichkeit mitbedenken, wenn man von Fotografie redet. Und eben dann Nishidas, nicht jetzt Hegel, also absoluter Geist, ja, und dann auf der Fotografie, wie viel von absolutem Geist habe ich? Vielleicht ein Hegelianer würde sagen, schon ziemlich viel. Aber mich interessiert das Momenthafte,
Ich versuche auch mit Heideggers Augenblick etwas zu erreichen, aber das war eben jetzt nicht das Thema. Also wichtig ist eben dieses Momentane. Ja. Ich hätte auch noch einen kurzen Kommentar, ich weiß nicht, ob das zu einer Frage wird oder so, aber ich fand es besonders interessant, als du dich auf eine spezifische Form der Praxis des Fotografierens bezogen hast. Mhm. Weil die vorherigen Bemerkungen waren zu Fotografie allgemein so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass ein sehr interessanter Aspekt rauskommt, wenn du dich auf Praxisformen beziehst, die dir spezifisch als gelungen erscheinen. So, und, oder nah an dem, was du auch in Nishidas Theorie siehst. Sozusagen nicht über Fotografie im Allgemeinen zu sprechen, sondern nur spezifische Praxis. Ähnlich wie wenn Deleuze über Film spricht, eher mit Zeitbild und Bewegungsbild, sich auf bestimmte Filme bezieht. Und, ich finde es sehr gut, dass du diese Praxis sozusagen ins Zentrum stellst, nicht diese Verobjektivierung im Sinne der Fotos. Mhm. Aber das irgendwie auch, es geht ja auch nicht ohne Fotos. Spielen ja eine Rolle, sonst könnte man die alle wegschmeißen. Ja, ja, ja. Und dass sich auch in bestimmten gelungenen Fotos diese Praxis zeigt. Also wie sozusagen, wenn man jetzt den Ort der Praxis des Fotografierens sozusagen als den Ort des Nichts sieht und das Foto als den Ort des Seins sozusagen, wo die Bestimmung geschieht und welche Fotografie ist für dich sozusagen in dem Sinne gelungen, dass in dem Positiven das Negative durchscheint? Und was für verschiedene Weisen gibt es des Durchscheins des Negativen und Positiven? Ja. Das fand ich eine sehr interessante Richtung, so, die du kurz angesprochen hast. Ja, ja. Wo man vielleicht auch diese verschiedenen Ebenen zwischen diesem Nichts und Sein dann im Sinne von Fotografieren als das Nichts, das sich nicht festhalten lässt, und das Festgehalten im Sinne des Fotos, was eine Art von Reduktion, aber vielleicht Verdichtung sein kann. Ja. So. Ja, ja, vielen Dank. Ist das? Ja, ich war ein Kommentar und du hast jetzt noch 2 Minuten zu reden. Ja, vielen Dank. Ich habe eben kurz etwas übersprungen, was ich geschrieben habe, damit ich nicht zu lange rede, damit wir eben diese Diskussion haben. Also vielen Dank. Ich kam eben in meiner Reflexion dazu. Wenn ich sage, dass ich vom Negativen absehen muss, also zunächst ausgehen muss, aber dann eine Distanz übe, das ist jetzt beim Fotografieren, um hin auf die Positivität der Kamera zu gehen, und dann habe ich ja ein Foto. Aber eben wenn ein Foto gelingt, und das habe ich versucht mit Lau, einem Hongkong-Phänomenologen, aber auch mit Rolf, mit diesem Effekt von dem, was wir sehen, was das auf uns hat. Und Lau hat eben gesagt, dass das Reale bei der Fotografie unsere Einbildungskraft wecken kann. Ja? Aber Rolf hat eben, wir haben uns unterhalten in Wien darüber, und sie haben dann eben gesagt, dass man nicht nur Imagination, sondern bestimmte sensorisch-motorische Effekte im Leib hervorrufen kann. Und dass das eben wichtig ist für die Praxis, daraufhin gerichtet zu sein, wo eben das Negative, das, was man nicht positive Sinnesdaten, das ist dann natürlich viel, viel weiter, tiefer. Oder also deswegen müssen die Fotografen kreativ sein, müssen dieses Negative sehen, mit Longing gesprochen haben, um ein positives Foto zu machen, das aber dann eben durch dieses Durchscheinen auf das Negative, und das könnte man auch sagen, negativ verweisen, also meontisch mit Fingern, nicht direkt, sondern indirekt. Also das ist das eine. Und das andere ist, also du findest es gut, dass ich mich auf spezifische Praxis beziehe. Ich frage dich, wie beschreibe ich die spezifische? Da finde ich immer Probleme. Wie ich ein gelungenes Foto, aber was ist ein gelungenes Foto? Für wen? Oder mich interessiert, das ist die Frage, mich interessiert das, was ich mache. Gut, aber das ist nicht so viel anders, als was andere Fotografen tun. Also irgendwie ist etwas an dem Medium, das diese Möglichkeiten, dass das ermöglicht, dass es irgendwie dazwischen, zwischen einem Subjekt und einem Objekt, ein Augenblick. Ich weiß es nicht, also... ging mir vielleicht ein bisschen darum, dass du sozusagen in dem Sinne die Fotos dann auch als Referenzpunkt... In diesem Verobjektivierten hast du einen Punkt, wo du ansetzen kannst. Sonst hast du nichts zum Draufzeigen. Wenn du im Ort des Nichts bleibst sozusagen, dann geht die Referenz ins Leere und es verbleibt so dieses Allgemeine, das dann aber nicht mit Rückkopplung an irgendwas hat,
wo man sagen kann, das ist jetzt eine Differenz zu anderen. Das fand ich kam dann schön rüber. Also zum Beispiel, ich würde dann auch Nishida produktiver verwenden, indem ich zum Beispiel auch Fotos mit... Könnte ich mir vorstellen. Ja, das war auch eine Idee. Ich habe inzwischen auch vergessen. Zu viele Probleme im akademischen Leben. Aber gut, dass du mich erinnerst. Okay. Das ist so, vielen Dank.